Ihren Namen verdankt die Andromeda-Galaxie dem Sternbild Andromeda, das wiederum seinen Ursprung in der griechischen Mythologie hat. Andromeda war die Tochter des äthiopischen Königspaars Cassiopeia und Cepheus. Die Königin Cassiopeia zog den Zorn einiger Göttinnen auf sich, weil sie verkündet hatte, sie sei die Schönste, schöner noch als die Nymphen des Meeres. Diese Anmaßung konnte nicht ungestraft bleiben, und so wurde Poseidon dazu überredet, das Seeungeheuer Cetus aufzuwecken und auf das Land und seine Einwohner zu hetzen. In seiner Verzweiflung befragte der König Cepheus das Orakel und erfuhr, er könne der Vernichtung nur entgehen, falls er bereit wäre, Andromeda zu opfern. Das schien ihm das kleinere Übel, und so ließ er seine Tochter am Meeresstrand an einen Felsen ketten. Doch just in dem Augenblick, als das Seeungeheuer vor der Küste auftauchte, kam Perseus auf dem Rücken seines geflügelten Pferdes Pegasus angeflogen. Schon beim ersten Anblick der weinenden Andromeda verliebte sich der Held in sie und zögerte nicht lange. In einem Kampf auf Leben und Tod besiegte er das Ungeheuer. Cassiopeia und Cepheus gaben dem Ritter ihre Tochter zur Frau und das Königreich gleich mit dazu. Die Geschichte der Andromeda war im Altertum außerordentlich beliebt. Davon zeugen zahlreiche freigelegte Mosaiken und Vasen. Mehr noch, die Protagonisten der Erzählung wurden allesamt schon im Altertum als Sternbilder an den Nachthimmel versetzt, wo sie als Zirkumpolarsterne ganzjährig über dem Horizont sichtbar sind. Die Andromeda-Galaxie ist mit bloßem Auge zu erkennen, und doch haben die wenigsten Menschen sie je zu Gesicht bekommen. Das liegt zum Teil an der zunehmenden Lichtverschmutzung, aber auch an dem Umstand, dass sie nicht einfach zu finden ist. Sich auf die Suche zu machen, lohnt sich allerdings. Und der beste Zeitpunkt ist die sternenklare, wolkenlose Herbstnacht. Dann nämlich steht die kleine Wolke, wie sie vom persischen Entdecker Al-Sufi im Jahr 964 genannt wurde, hoch im Norden. Ein einfaches Fernglas und die Orientierung am auffälligen Sternbild Cassiopeia kann helfen, das neblige Objekt zu finden. Die erste Sichtung ist unbeschreiblich. Auf die Netzhaut fällt Licht, das 2,5 bis 3 Millionen Jahre unterwegs war und sich aus schätzungsweise 700 Milliarden bis 2,5 Billionen Sonnen speist. Beim Anblick kann man nur staunen, aber kaum begreifen, welche kosmische Größe und unendliche Ferne sich dahinter verbergen. Dank zahlreicher astronomischer Fortschritte kennen wir immerhin die großen Strukturen. Wir wissen mit Sicherheit, dass es sich bei Andromeda um eine Spiralgalaxie handelt, die mit einem Durchmesser von ca. 200.000 Lichtjahren doppelt so groß ist wie die Milchstraße. Wir wissen auch, dass sie von vielen kleinen Zwerggalaxien und Kugelsternhaufen umgeben ist und zusammen mit der Milchstraße eine sogenannte lokale Gruppe bildet. Mit der Außensicht auf die Andromeda-Galaxie haben sich unsere Kenntnisse der Milchstraße und des Kosmos vervielfacht. So wissen wir auch, dass die Milchstraße in etwa 3 bis 5 Milliarden Jahren mit der Andromeda-Galaxie kollidieren und möglicherweise verschmelzen wird. Aber Andromeda war erst der Anfang. Das Wissen um die Existenz unvorstellbar vieler Galaxien hat die Grenzen unseres kosmischen Weltbilds erneut gesprengt.